Herzlich willkommen bei World Changer, dem Nachhaltigkeitsmagazin der Salzburg AG. Photovoltaik ist auch im Spätsommer ein topaktuelles Thema und daher haben wir Vorteile und wichtige Tipps von Alfred Mandl, unserem Energieberater. Der große Vorteil von PV-Anlagen ist, dass diese geräuschfrei sind und es zu keiner Lärmbelästigung kommt. Ebenso ist anzumerken, dass es zu keiner Blendwirkung der Module mehr kommt, da die meisten Hersteller bereits ein Antireflexglas verwenden. Auch die Module sind in Schwarz und schwarzen Rahmen erhältlich. Ein weiterer Vorteil der PV-Anlage ist, seine saubere Art Strom zu produzieren. Bei der Produktion von Sonnenstrom auf dem Dach werden nur sehr geringe Emissionen freigesetzt. Die Emissionen, die bei der Produktion einer PV-Anlage freigesetzt werden, machen nur ca. 50 Gramm CO2 pro produzierte Kilowattstunde Solarstrom aus. Einer der größten Vorteile von Photovoltaikanlagen ist, dass man dem Klimawandel entgegenwirkt. Mit anderen Technologien, die erneuerbare Energie nutzbar machen, kann so der CO2-Ausstoß verringert werden. Wichtig dabei zu wissen ist, dass Photovoltaik nicht die Alleinlösung ist. In Kombination mit Wind, Wasser und intelligenten Speichermöglichkeiten kann die Energiewende jedoch geschafft werden. Die Energiewende ist längst auch in der Landwirtschaft angekommen. Viele Landwirte produzieren mittlerweile selbst ihren Strom und nutzen diesen in ihren Produktionsbetrieben. Wir haben einen fortschrittlichen Landwirt im Tennengau besucht. In der Landwirtschaft gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um mit erneuerbarer Energie Strom zu erzeugen. Die technologische Weiterentwicklung sowie Erforschung neuer Energietechnologien macht die Energieerzeugung und Speicherung immer preiswerter. Das kommt jetzt darauf an, was für ein landwirtschaftlicher Betrieb das ist. Ob es jetzt zum Beispiel ein Gartenbaubetrieb ist, der das Gewächshaus heizen muss, oder ob es ein Milchwirtschaftsbetrieb ist. In Salzburg haben wir hauptsächlich die Milchwirtschaftsbetriebe und die brauchen für die Melkzeiten in der Früh und am Abend viel Strom und eben auch für die Fütterung oder eben im Sommer auch für die Heutrocknung, wenn sie das Futter konservieren wollen. Was jetzt speziell Energie angeht und mit den heutigen Technologien, ist es am einfachsten mit der Photovoltaikanlage, dass man direkt Strom erzeugen kann und aus diesem Strom dann wieder alles Mögliche machen kann. Landwirt Manfred Siller aus Schäfau am Tennengebirge macht seit 25 Jahren biologische Kreislaufwirtschaft. Wir wirtschaften ca. 20 Hektar Grünland, haben neben der Landwirtschaft, wo wir vorwiegend Rinder haben, aber auch ein Dammwildgatter und Kleintiere für Urlaub am Bauernhof. Wir haben 9 Gästezimmer und einen Tourismusbetrieb. Ja, Kreislaufwirtschaft ist uns nicht nur auch im Energiesektor wichtig, möglichst viel Energie auch selber zu produzieren und zu verbrauchen, sondern auch in der Landwirtschaft. Also den Großteil, den wir hier produzieren, an Fleisch gänzlich wird auch hier geschlachtet und im Betrieb vermarktet bzw. vermarktet. Schon vor rund 20 Jahren hat sich Manfred für eine Photovoltaikanlage entschieden und war in der Größenordnung einer der Vorreiter im Tennengau. Hier haben wir eine relativ große Photovoltaikanlage für einen landwirtschaftlichen Betrieb. Das ist deswegen, weil an dem Betrieb auch ein Gasthaus angeschlossen ist und natürlich da über die Küche, über die Kühlung große Verbraucher auch da sind. Zu dieser Zeit hat es in dieser Größenordnung noch keine Anlage für so ein Gebäude gegeben mit 32 auf 32 kW Leistung. Und es war schon ein gewisses Risiko damals, das umzusetzen. Und wir waren auch den ersten Winter schon etwas nervös, ob die Energie wohl ausreichen wird, um die Zimmer warm zu bekommen und auch warmes Wasser zu produzieren. Aber es hat wirklich anstandlos funktioniert. Vor dem Kauf einer Photovoltaikanlage sollte man sich vor allem gut beraten lassen. Die Grundvoraussetzung in der Landwirtschaft ist, dass wir große Dachflächen brauchen, wo wir die Anlagen montieren können. Und die ist eben bei den meisten Betrieben ohne weiteres gegeben. Die Informationen, wie man so eine Anlage dann realisieren kann, kann man sich informieren bei der Landwirtschaftskammer oder eben auch bei der Energieberatung vom Land Salzburg. Dass sich eine Photovoltaikanlage rechnet, zeigt Manfred in eindrucksvoller Weise. Zusammengerechnet mit der Einsparung, was wir selber nutzen, können wir mittlerweile von einer Energiekosteneinsparung von rund 40% sprechen, den Bereich Strom betreffend. Was würde ich anders machen? Ich würde mir wahrscheinlich von vornherein überlegen, wo könnte man eine noch größere Anlage montieren. Vor 5 Jahren hat sich Manfred Siller für eine Heutrocknungsanlage entschieden. Wie diese genau funktioniert und ob es die richtige Entscheidung war, das sehen Sie hier bei World Changer ab 17. September. Alle wichtigen Informationen zum Thema Photovoltaik finden Sie wie immer auf unserer Webseite.
In der letzten Sendung von World Changer haben wir uns Verschattungssysteme angesehen. Wichtig dabei ist es, die Hitze gar nicht erst an die Fensterscheibe zu lassen. Jetzt sehen wir uns außenliegende Verschattungssysteme im Detail an. Hier sieht man einen Tageslicht-Raffstor. Der ist dadurch gekennzeichnet, dass die Lamellen über die Behanghöhe eine verschiedene Neigung haben. Das heißt, oben stehen die Lamellen flacher und je weiter ich herunterkomme, ganz kontinuierlich, stehen die Lamellen immer steiler. Warum macht man das? Naja, unten sollen sie steil stehen, damit, wenn das Sonnenlicht einfällt, dass es möglichst steil nach oben reflektiert wird oder nach außen reflektiert wird und drinnen niemand geblendet wird. Während im oberen Bereich möchte ich natürlich, dass die Lamellen flach stehen, damit ich hinausschauen kann, damit ich eine gute Durchsicht habe. Und das Tageslicht wird über diese waagrecht stehende Lamelle innen an die Decke gelenkt und bis zu 5-6 Meter in das Rauminnere gelenkt. Und vom Tageslichtraffstor möchte ich jetzt übergehen zum Rollladen. Sie sehen schon, die Lamellenfarben sind aufeinander abgestimmt. Das heißt, man kann wirklich gut in Bauwerken die Produkte miteinander mischen. In dem Fall sind auch die Kästen ganz gleich. Und der große Vorteil vom Rollladen ist, wenn ich den jetzt herunterfahre, dann sieht man, wie der Elektromotor den Panzer nach unten drückt. Und wenn da jetzt ein Einbrecher kommt und versucht, das hinaufzuschieben, das wird er nicht schaffen. Und deshalb ist ein Rollladen ein sehr guter Einbruchschutz, weil ohne dass er Lärm macht, wird er nicht in das Fenster oder in das Haus hineinkommen. Da sieht man jetzt eine Lösung, einen sogenannten Zipscreen, also textilen Sonnenschutz. Der große Vorteil ist, der Stoff ist links und rechts in den Führungsschienen sehr gut geführt. Das heißt, auch bei starkem Wind geht er nicht aus den Führungsschienen heraus und der hält auch Windgeschwindigkeiten bis zu 100 km pro Stunde aus. Ein großer Vorteil vom ZIP ist auch dieser kleine Kasten, man sieht es hier, der ist nicht einmal 10 x 10 cm. Das heißt, er braucht sehr wenig Platz, was natürlich gerade in der Nachrüstung, sprich wenn ich den Sonnenschutz vergessen habe und ich montiere ihn im Nachhinein, ist das natürlich eine sehr gute Lösung. Je dünkler der Stoff ist, desto besser ist auch die Durchsicht ins Freie. Natürlich verdunkelt ein ZIP-Screen nicht so gut wie ein Rollladen oder ein Raster. Es hängt halt auch von dem Stoff aus. Stoff ab, den man sich aussucht. Man könnte auch einen Stoff nehmen, der gar keine Durchsicht bietet, der also blickdicht ist, aber dann habe ich natürlich wieder keine Durchsicht ins Freie. Ein kleiner Wermutstropfen beim ZIP ist, ich kann am Abend, wenn drinnen das Licht brennt, hineinsehen. Ich sehe es zwar nur schemenhaft, die Einrichtung und die Menschen, die sich drinnen bewegen, aber das kann natürlich für den einen oder anderen ein Grund sein, dass ich sage, nein, ich möchte einen kompletten Sichtschutz, den auch bei Dunkelheit und greife dann eben zum Raffstor oder zum Rollladen. Wohnungsmieter dürfen sehr oft Sonnenschutz nicht am Fenster anschrauben, weil der Wohnungsbesitzer sagt, er möchte keine Schraublöcher in seinen Fenstern haben. Und dafür gibt es dann das Plinus-Rollo. Das Plinus-Rollo wird nicht am Fenster angeschraubt, sitzt aber auch außen am Fenster, damit es optimal beschatten kann. Und das wird mit vier Winkeln in jedem Eck in das Fenster hineingeklemmt. Ich mache jetzt diesen Kniehebel zu, damit wird der Winkel nach außen gedruckt und dann spanne ich den Winkel sozusagen. Und damit ist das Plinus-Rollo fest montiert. Und ich habe wieder einen textilen Sonnenschutz, der die Hitze abhält und das Sonnenlicht erst gar nicht an die Fensterscheibe lässt. Das ist noch dazu eine relativ kostengünstige Lösung für einen Wohnungsmieter. Alle weiteren Informationen zur Energieberatung finden Sie wie immer auf unserer Webseite. Das war World Changer, das Nachhaltigkeitsmagazin der Salzburger AG.